Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, in der letzten Folge haben wir es dann doch noch geschafft. Wir haben den Kapitän überredet, dass er mit uns in hoher See sticht. Ich denke, dass jetzt eine Zwischensequenz kommen wird, weil wir sollen uns nämlich hier auf dem Schiff treffen. Mal schauen, ob wir den draußen schon treffen können oder ob wir erstmal irgendwo reingehen müssen. Yukol oder wie die heißen. Sollen nämlich auch schon da sein. Aber ich sehe bisher noch keinen. Gehst du auch? Hallo? Nein, du sollst weiterhin da reingehen. Sag mal. Ist aber anscheinend noch keiner da. Okay, das ist natürlich schlecht. Hallo, guten Tag. Warum ist hier niemand an Bord? Da hinten die Treppe habe ich übrigens nicht gesehen. Vielleicht muss ich da hochgehen. Also habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Jetzt habe ich sie ja logischerweise gesehen. Nein, geh hier rum. Und dann da hoch. Da war ich nämlich noch nicht. Gucken wir uns hier mal um. Okay, da kann man aber nichts machen. Vielleicht kann man ja auch später was hier machen. Das weiß ich nicht. Oha, das scheint hier auch wirklich zu leben. Also auch zu schlafen und so. Ah, ich glaube, da ist er. Ah, hi. Und, Kapitän, wie laufen die Vorbereitungen? Es gibt noch viel zu tun, bevor wir den Anker lichten, Fräulein Kate. Och, nö. Beeilen Sie sich doch endlich mal. Kann ich irgendwie helfen? Also die Kohle muss aufgefüllt werden. Ich kümmere mich darum, dass die Wassertanks befüllt werden. Hier. Das ist der Code für den Hangar, wo die Kohle ist. Sie brauchen ihn auch für den Kran, um die Kohle zu laden. Vergessen Sie nicht, zuerst die Ladeluken zu öffnen. What? Wozu brauche ich den Kran? Um die Kohle aus dem Hangar auf das Schiff zu laden. Benutzen Sie den Code, den ich Ihnen gegeben habe, um ins Führerhaus zu gelangen. Ja, wo muss ich denn dann überhaupt hin? Was muss ich im Hangar tun? Dort finden Sie die Kohle für die Kristall. Ein Behälter voll reicht. Und vergessen Sie nicht den Code, den Sie von mir bekommen haben. Ja, das mit dem Code habe ich verstanden. Das hat er jetzt oft genug. Wie öffne ich die Ladeluke der Kristall? Drehen Sie einfach das Rad auf der Brücke, Matrose. Das mache ich, Kapitän. Wir müssen so bald wie möglich Segel setzen. Also beeilen Sie sich. Also, Kran, Hangar, und irgendein Rad soll ich drehen. Aber welches Rad? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon er jetzt gesprochen hat, ehrlich gesagt. Ich wäre jetzt spontan nach unten gegangen, aber da ist ja kein Kran. Aber ich habe hier auch nirgendwo einen Kran gesehen, muss ich dazu sagen. Deswegen denke ich mal, dass der vielleicht irgendeinen Kran meint, der neben dem Schiff ist. Dass wir vom Schiff erstmal runter müssen. Hm. Sehen wir hier irgendwas in der Richtung? Das ist die Kristall. Daneben ist aber kein Kran. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, was er jetzt genau meint. Weil ich weder ein Rad sehe, womit ich irgendwas öffnen kann. Er hat ja von der Ladeluke gesprochen. Die müsste dann ja eigentlich unten sein. Was natürlich unmöglich wäre, weil die Ladeluke... Oh, Moment. Wo geht die jetzt hin? Hallo, wieso geht sie jetzt ganz nach oben? Da wollte ich doch gar nicht hin. Aber vielleicht gibt es hier irgendwo was, was wir drehen können? Nee. Hm. Da ist ein Rad. Moment. Das ist so eine kleine Ladeluke. Okay. Na komm.
Okay, Schritt Nummer 1 haben wir schon mal erfolgreich abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch einen Kran finden. Ich denke mal, dass der wirklich neben dem Schiff steht. Aber ich gucke trotzdem vorsichtshalber hier nochmal, ob ich irgendwas machen kann. Nee. So, hier kann ich auch raus. Ist das hier vielleicht ein Kran? Nee, oder? Ich schau mal hier vorne, ob wir hier vorne irgendwo einen Kran stehen haben. Was ja eigentlich unlogisch ist, weil der müsste dann ja eigentlich direkt beim Frachtraum da hinten sein. Aber bevor ich jetzt hier irgendetwas mache, gehe ich trotzdem erstmal hier vorne hin. Auch wenn ich nicht glaube, dass es da jetzt einen Kran gibt. Weil da sind wir nämlich anfangs nicht hingegangen. Glauben Sie mir, es ist gut, dass die Nomaden nicht mehr in Walsemoor ein- und ausgehen können, wie sie wollen. Ja, schön, redet er. Mein Tintenfisch ist ganz frisch. Meine Dame, er ist frisch. Dieses große Schiff dort, die Kristall, das verrottet schon seit Jahren in den Docks. In der letzten Zeit gibt es häufig Zoff für den Bürgermeister. Ja, also ich schätze mal, man hätte hier wirklich als erstes hingehen sollen. Ich bin natürlich dummerweise nicht hier hingegangen. Wir wollen uns den Basar der Nomaden ansehen. Offenbar machen sie gute Preise. Seit das Rathaus den Hafen geschlossen hat, hat man das Gefühl, in einer Geisterstadt zu leben. Den Hafen geschlossen? Jetzt kommen wir noch nicht mal hier raus, oder wie? Das wäre es jetzt noch. Aber wir haben jetzt hier auch nichts, was wir irgendwie bräuchten oder mitnehmen könnten oder so. Moment, hier ist was. Ja, okay, nicht wirklich. Können Sie mir vielleicht sagen, wo hier ein Kran ist? Dass die Schleusen geschlossen sind, liegt an dem Seemonster. Geschlossene Schleusen. Okay. Nee, komm mal hier vorne hin. Aber ich glaube von hier aus, nee, da kann man auch nicht viel mehr sehen. Nur den Leuchtturm. Naja, gut. Aber gut, so wissen wir wenigstens auch mal, was es hier jetzt gab. Da kann man nur ins Wasser. Ja. Es hilft mir aber alles nicht wirklich weiter. Um nicht zu sagen, gar nicht weiter. Wo kriege ich jetzt einen Kran her? Also ich habe ja verstanden, dass ich mit dem Kran das Ganze beladen muss. Das ist ja auch soweit alles okay. Das ist ja das Schiff selber hier, was ich sehe, nehme ich mal an. Das sind hier die beiden Antriebsräder. Aber wo kriege ich jetzt einen Kran her? Ding hier kann ich offensichtlich ja nicht benutzen. Oder kann ich hier irgendwo reingehen? Was ist das? Ah, okay. Ich dachte, die macht das dann automatisch. Dann schauen wir mal bei den Dokumenten, glaube ich, ist das dann drin nach. 0509. Ach, ich gehe hier immer. Ja, geh wieder raus. Mann. 0509. Ah. Schwierige Sache, so ein Schiff zu befüllen. Okay.
Was ist das? Da könnte die Kohle drin sein. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber... So, jetzt ist es hier dran, Nunu. Auf keinen Fall. Nein, du sollst das nicht benutzen. Was soll ich das denn benutzen? Versuchen wir etwas anderes. Ja, mit dem Dokument keine oder Chance. Was? Ziehen oder so kann man das auch nicht. Okay. Hallo. Wo willst du hin? Das soll ich auch mit irgendwas benutzen. Unmöglich. Das ist nicht richtig. Ja, das ist mir schon klar, aber was soll ich denn dann benutzen? Er hatte nur gesagt, dass ich, beladen Sie die Kristalle mit Kohle. Ja, das bringt mich jetzt auch nicht wirklich weiter. Da ist ein Rätsel. Ein Rätsel, was ich jetzt irgendwie nicht verstehe, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich kann den aber nur vor und zurück machen. Ich kann da jetzt nichts anderes machen, ne? Ich kann... Kann ich da von der Seite so draufklicken oder zeigt ihr mir dann das gleiche an wie eben? Nee, das gleiche wie eben. Müssen wir da jetzt mit dem Captain nochmal sprechen, damit wir irgendwie Werkzeug bekommen oder so? Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Da ist der Ausgang wieder. Es brennt hier so. Ach so, das... Ich glaube, es ist so kalt hier drin. Jetzt habe ich es verstanden. Oh, Moment. Was ist das? Nee, oder? Ach so, das ist, damit wir rauskommen. Okay, den Teil habe ich verstanden. Eine Rutsche. Ah, ich glaube, ich weiß, wie das Ganze funktionieren soll. Und eine Brechstange, oder was ist das? Hier ist auch noch mal was. Okay. Okay. Machen wir das einfach überall. Aber ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich erst, wenn man wirklich die Rutsche befestigt hat und dann mal da drauf haut oder so. Ich war, hallo, bleibst du mal hier stehen? Hallo? Ich will aber jetzt nicht immer das Ding benutzen. Das habe ich jetzt die ganze Zeit in der Hand. Das ist aber jetzt blöd. Ich will das jetzt damit benutzen. Wieso geht das denn jetzt nicht mehr? Vielleicht muss ich die doch alle erstmal kloppen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Oder ich muss irgendwo rausfinden, wo noch was drin ist. Das hörte sich jetzt auf jeden Fall anders an als die anderen. Das hörte sich sehr voll an. Wieso kann ich das dann nicht benutzen? Ich kann jetzt nur noch mit dem Ding da draufhauen überall. Ganz ehrlich, ich finde das irgendwie jetzt ein seltsames Rätsel. Ich weiß auch nicht. Ich meine, sollen die da durch die Gegend laufen und mit dem Ding überall draufhauen, oder?
Weil das eine ist das Einzige, was sich jetzt wirklich voll angehört hat. Die klingen nämlich alle gleich. Da könnte ich jetzt auch nochmal eben draufhauen. Wie gewalttätig die ist. Ich glaube, hier der war das. So. Die Frage ist jetzt, kann ich jetzt da... Nee, ich darf da jetzt wieder keine... Nichts anbauen. Aber hier steht doch Puzzle. Wieso darf ich denn nichts damit benutzen? Müsste doch eigentlich dann hier angezeigt werden. Ah, Moment. Wenn die, ja, man kann die ausfahren. Ich dachte gerade schon. Jetzt kann ich auch den Knopf drücken. Okay, wenn ich denn meine Maus wiederbekomme. Hallo. Es hat sich doch als einziges angehört, als ob das voll gewesen ist. Wollt ihr mich veräppeln? Dann machen wir das jetzt auf der Seite. Ihr könnt mich jetzt mal. Entweder ist das alles, was sich jetzt so hohl angehört hat, ist was drin. Oder, ja, weiß ich nicht. Ich meine, hier liegt ein Cola-Ofen daneben eigentlich. Wo ist mein Mauszeiger jetzt schon wieder hin? Hallo? Da. Ist das euer Ernst? Meine Damen und Herren, die nachfolgende Sendung wird sich um circa eine Stunde verschieben. Mangels vorhandener Kohle. Hallo, schieb du mal. Ich fange jetzt mal ganz hinten an. Oder muss ich den finden? Moment, ich gehe mal eben hier. Muss ich eventuell den finden, wo keine Kohle drunter liegt? Wo ist sie denn jetzt da? Weil hier liegen ja überall diese Kohlehaufen drunter. Ja, da kann ich jetzt leider nichts sehen. Aber hier ganz am Anfang liegen keine Kohlehaufen drunter. Da würde ich schon fast behaupten, dass ich da irgendwas vom Anfang nehmen muss. Weil die da noch nicht drin waren. Genau, setze ich mal richtig hin. Nee, hier ist auch ein Haufen. Mist. Obwohl, ich hatte ja den einen genommen. Da war auch keine Kohle drunter. Ach, jetzt bleibe ich einfach hier. Jetzt versuche ich es hier weiter. Also das Rätsel finde ich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Ich meine, warum ist jetzt nicht überall was drin? Das ist irgendwie etwas unlogisch. Also für mich als Laien. Vielleicht ist es auch logisch für die Leute, die sich mit sowas auskennen. Das weiß ich jetzt nicht. Falls einer von euch in so einer Branche arbeitet, kann er mir das gerne erklären. Aber verstehen tue ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, warum es bei manchen oder wahrscheinlich jetzt vielleicht bei allen nicht geht. Ich habe ja auf alle draufgehauen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Rätsel kotzt mich gerade ein bisschen an. Ich bin aber trotzdem ganz froh darüber, dass ich hier vorgecuttet hatte. Es wird jetzt eine Folge nur, wie beschaffe ich Kohle für die Fähre.
Was anderes wird das hier, glaube ich, heute nicht mehr. Wobei ich die Befürchtung habe, dass irgendwie nichts mehr kommen wird. Die scheinen ja alle komplett leer zu sein, deswegen... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache hier irgendwas... Ja, noch nicht mal falsch, aber dass ich hier irgendetwas übersehe, dass ich vielleicht irgendwas zusätzlich noch machen muss oder so. Ich meine, wir haben jetzt nur noch die beiden. Die probiere ich jetzt auf jeden Fall noch aus. Wenn das nicht funktioniert, dann drehe ich durch. Dann habe ich echt keine Ahnung mehr, was ich jetzt hier noch machen kann. Aber die hörten sich, also bis auf das eine haben die sich ja alle gleich angehört. Und bei dem einen kam ja nichts raus. Das ist halt, ich weiß auch nicht, ob ich erstmal das dran machen muss und dann nochmal dagegen hauen kann vielleicht. Aber wenn ich weggehe, weiß ich nicht, ob die das wegnimmt, wenn ich jetzt so weggehen würde. Okay, wegnehmen tut sie es nicht. Gucken. Hat quasi den gleichen Effekt. Nämlich gar keinen. Ja. Dann probieren wir einfach die beiden nochmal aus. Also ich befürchte, dass das jetzt auch alles nicht funktioniert. Aber ja. Da kann ich das nur wieder mit zurücknehmen. Warum schaufelt die nicht einfach die Kohle, die da sowieso überall rumliegt, da rein? Ich meine, so schwer ist das jetzt auch nicht. Weil das funktioniert ja ganz offensichtlich so nicht. Es hat so ein bisschen eine einschläfernde Wirkung. Leck mich wirklich, ey. Also ganz ehrlich, ich habe null Ahnung, was das jetzt für ein Scheiß war. Warum das jetzt da funktioniert hat, aber bei den anderen nicht. Jetzt kann ich das auch irgendwie nicht mehr bewegen. Achso, jetzt macht ihr das automatisch? Komm schon. Meine Güte. Nee. Ja, geil. Das ist jetzt richtig toll. Kann ich den jetzt... Aber jetzt kann ich den steuern, oder? Jetzt kann ich den zurück... Achso, der... Ich dachte, der steht andersrum. Okay. Das ist nicht euer Ernst, dass da jetzt auch noch ein Teil fehlt, oder? Fall. Wie soll ich das denn sonst machen? Versuchen wir etwas anderes. Ich habe aber nichts anderes. Es funktioniert nicht. Ich hasse dieses Spiel. Oh, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch scheiße. Was soll ich denn jetzt hier noch suchen? Wo ist denn jetzt hier noch irgendwo ein Knopf oder was? Oh, ey. Kann ich jetzt... Moment mal. Ich konnte jetzt eine Sache da hinten gerade drücken. Die anderen kann ich jetzt nicht mehr drücken. Das war aber nicht hier das Ding. Das war, als ich hier rübergegangen bin, oder? Nee, das war doch hier. Ah nee, das ist nur der Wagen. Oh, veräppelt mich doch nicht so. Moment. Ah, Moment. Nee, das sind die Weichen. Nein, nein. Oh. Du Dummfrau. Warte doch erstmal, bis ich ja sage.
ist jetzt auch nichts mehr, was man jetzt irgendwie nehmen könnte, ne? War ja klar. Das Problem ist natürlich jetzt auch, dass die Folge jetzt entsprechend schon sehr lange ist. Und ich da jetzt nicht so extrem überziehen möchte. Ich gucke jetzt nochmal schnell, ob ich hier irgendwas noch finden kann. Ansonsten würde ich nämlich sagen, gehst du da mal dran vorbei? Hallo? Ansonsten würde ich nämlich sagen, dass wir hier mal eben einen kleinen Cut machen. Und ich dann in der nächsten Folge weitersuche. Aber hier ist ja nichts, wo ich irgendwie was finden kann. Das ist ja das Problem. Der ist schon... Ja gut, also da es jetzt nicht so aussieht, als ob ich das jetzt relativ schnell finde, würde ich wirklich sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Wir gehen nämlich schon wieder auf die halbe Stunde zu und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.